Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr seht, ist ja das Video einen Tag später erst gekommen. Also nicht wie gewohnt an dem Donnerstag, sondern am Freitag. Da ich ja erst gerade ja am Donnerstag, also gerade wenn ich das filme, war ja Sonntag. Also war ich ja noch ganz kurz im DM und habe etwas ein bisschen eingekauft eben. Und ja, es war auch immer wieder so ein bisschen an der Zeit, also dachte ich mir, komm, mache ich es dann heute den DM-Haul und lade es dann einfach einen Tag später hoch, damit ich dann auch diese zwei Videos einhalten kann für diese Woche. Und ja, sorry, aber mir ist gerade so ein bisschen warm. Ja, also ich zeige euch dann mal so ein bisschen, was ich gerade da habe. Und zwar fange ich schon mal so was wie ein bisschen mit Essen an. Und zwar sind diese Kichererbsen von DM Bio, der Eigenmarke von DM, irgendwie neu dort. Das sind Kichererbsen, Chips mit Meersalz. Und es soll, also es enthält 30% weniger gefettigte Fettsäuren. Bin mal gespannt, wie die schmecken. Ich kann die mal ja so in den Tagen ja mal so ein bisschen mal naschen und euch dann so berichten. Ich bin mir auch bestimmt sicher, dass sie auch sehr gut schmecken. Ja, ich dachte mir halt auch so, dass ich die mal mitnehmen könnte, um mal so zu probieren. Denn ich habe auch hier auch wieder die Quinoa-Chips mir geholt gehabt. Ich fand die irgendwie so lecker, dass ich die auch erst heute wieder mitgenommen habe. Mal sehen. Vielleicht ersetzt es ja so ein bisschen die allgemeinen Chips, die ich sonst so meistens essen würde. Dann habe ich hier auch wieder mein Protein. Endlich habe ich es wieder mir geholt gehabt. Und zwar natürlich den von Foodspring, die Schokoladenvariante. Ihr kennt mich ja, das nehme ich ja ständig zu mir. Vor allem, weil ich ja so ein bisschen Schwierigkeiten habe, auf mein Eiweiß zu kommen pro Tag eben. Ja, dann hilft mir das hier eben. Und so allgemein so Proteinsachen. Proteinhaltigere Sachen, also wie Quark oder irgendwie sowas, aber das hier hilft mir auch sehr, sehr gut dabei. Dann habe ich hier auch wie immer die Proteincreme von Foodspring mit, die Haselnuss. Also dazu muss ich auch nicht mehr irgendwie allzu viel sagen, denn ihr kennt mich ja schon, dass ich das ja schon seit einer Weile nehme und es auch relativ besser finde irgendwie als Nutella. Dann sowas wie was Neues, was bei mir eingezogen ist. Ich dachte mir auch, wenn man sich halt sowas wie hier zu Hause verletzen sollte oder irgendwie sowas, zum Beispiel irgendwie kleinere Verletzungen hat an der Hand oder irgendwie sowas, dachte ich mir, hole ich mir mal so Mullbinden. Denn ich finde es auch irgendwie ganz praktisch, dass man nicht gleich irgendwie zu einem Arzt rennen muss oder irgendwie sowas. Wenn man irgendwie was hat, dann kann man die hier ja auch mitnehmen. Also es sind ja die Mivolis Medizin Produkte, die elastische Mullbinden, jeweils zwei in einer Packung. Ich habe mir jetzt hier zwei mitgenommen, die kosten ja auch nicht so viel, also dachte ich mir, zwei würden jetzt mal reichen. Also wenn irgendwie mal was sein sollte und man nicht irgendwie gleich extra zum Arzt rennen will oder irgendwie sowas. Oder auch so, wenn man ja in den Urlaub geht oder irgendwie sowas, kann das ja auch irgendwie praktisch sein und man kann sich ja gleich selber das sowas wie verbinden, als dass man anstatt zu einem Arzt rennen muss. Dann habe ich hier auch wie immer die Masken eingekauft. Auch hier wieder mal natürlich die Tuchmaske, die Intensivfeuchtigkeitsspendende und Glow Boosting Maske. Ich liebe die. Dann hier die Nachtmaske von Garnier und noch die schwarze Tuchmaske. Ich brauche ja dazu auch wie immer, glaube ich, nichts sagen, denn ihr wisst ja, das sind immer so auch die Nachkäufe, die ich auch immer hole und die benutze ich ja ständig. Auch wenn ich so gerade in letzter Zeit fast gar nicht so viel irgendwie davon verwende. Aber Masken sind immer gut für zu Hause und die kann man immer so mal benutzen, wenn man gerade so ein bisschen Pflege braucht. Und ich brauche sie ja sowas wie fast ständig. Dann habe ich hier auch wieder den Balea Aqua Augen Roll-On geholt. Also ich finde den sogar auch etwas besser als die Creme, denn der Kühleffekt davon finde ich einfach nur mega gut. Vor allem, wenn man gerade morgens aufwacht oder irgendwie sowas, dann tut es irgendwie mega gut. Dann fühlt man sich schon gleich so ein bisschen wacher. Dachte ich mir, habe ich mir den dann auch wieder halt geholt gehabt. Also ja,
finde ich einfach ganz gut so und ist auch natürlich parfümfrei, wer empfindliche Augen hat darunter. Ich habe hier dann auch wieder ein neues Trockenshampoo geholt gehabt. Diesmal den hier von Balea, den Trockenshampoo Bloomy Dreams, also mit einem blumigen Duft. Das könnte ich gerade nicht mehr reden. es hält für ein langanhaltender Frische für alle Haartypen. Bin mal gespannt, wie das hier so ist, denn ich habe ja eigentlich den von Xlaeta gesucht gehabt, aber den hat Style wohl gerade nicht. Schade. Obwohl das gerade mein aktueller Favorit ist, was meine Trockenshampoo halt eben ist, aber ich dachte mir, ich probiere mal den hier aus und guck, wie der so ist, sonst gehe ich halt auch wieder zurück zu Batiste, dem Rosé-Goldenen. Und ja, aber der hier ist bestimmt auch so ganz okay für die Qualität. Mal gucken. Dann habe ich hier auch einen Rasierschaum, aber nicht so allgemein so für die Beine, denn da will ich dann bald wieder mal mit dem mit der Zuckerpaste rangehen, denn irgendwann ist es ja auch dann bald so für die wärmere Zeit, wenn es irgendwann ja kommt, dass man eher mehr für die längere Zeit einen einen langanhaltenden haarlose Beine haben eben. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, das habe ich mir eher geholt für den Intimbereich, also halt eben unter die Achseln, da im unteren Bereich halt eben. Also habe ich mir den dann auch noch einen Rasierschaum von Balea geholt gehabt. Also wenn es darauf angeht, dann benutze ich halt dann auch eben mal das für die Beine, wenn ich mal keine Lust auf die Zuckerpaste habe. Dann hier noch die letzten drei Sachen. Und zwar bei mir, da bin ich ganz sicher, dass da der Augenbrauengel von Essence, also den in so Farbe, fast leer ist. Aber dafür habe ich mir jetzt meinen alten Favoriten jetzt wieder geholt. Und zwar den Essence Lash & Brow Gel Mascara. Also ich mag den am liebsten als das mit dem, also dass es so eingefärbt ist. Denn damit halten meine Augenbrauen sehr, sehr besser. Also sehr gut und auch besser, finde ich. Also habe ich mir den hier noch nachgekauft. Dann halt auch wieder einen Nachkauf. Den Pickle Break. Ihr wisst ja, damit komme ich sehr gut klar, vor allem eben für die Pickel und für die Mitesser. Und als letztes hier noch eine Nagelfeile. Und zwar ja, ich habe es ja euch schon mal auch hier gesagt gehabt, da ich ja meine Nägel jetzt auch selber mache, habe ich mir jetzt auch wieder hier eine Nagelfeile geholt gehabt, da die anderen ja eingesaut wurden von dem Gel. Aber naja, somit habe ich jetzt hier auch eine neue geholt gehabt. Und ja, hier ist jetzt nur noch der Kassenzettel, den brauche ich ja gleich dann, um für alles das hier zu schneiden. Und ja, also die Tüte ist jetzt leer, also das war jetzt so der Einkauf für den Monat. Also nicht viel, also auch so an Kosmetik irgendwie nicht wirklich was, wie ihr seht. Denn ich kaufe mir jetzt gerade irgendwie nur noch so das Nötigste. Denn ich finde, gerade so für Make-up habe ich gerade genügend und ich kann damit auch gut so klarkommen, wenn ich für euch so die Tutorials mache. Sorry, meine Mutter ist gerade reingeplatzt. Aber naja, was soll's. Wie gesagt, so an Make-up oder sonstiges kaufe ich irgendwie fast gar nicht so wirklich. Nur noch so, wenn ich was finde und für euch gerne testen will, dann mache ich es auch. Also ja, ansonsten sage ich dann mal, ich hoffe, dass euch dann auch wieder das Video hier gefallen hat. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Dann mache ich natürlich wie jeden Monat auch eben ein DM-Haul oder sonstiges. Und abonniert mich auch natürlich, also geht runter ans Abonnieren-Button, dann ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und natürlich die Glocke aktivieren, denn ja, YouTube kann ja immer so ein bisschen spinnen, also könnt ihr dort auch gerne draufklicken, so bekommt ihr auch immer meine Videos auch zu Gesicht, wenn ihr die anklickt. Und ja, abonniert mich eben. Wie ja schon gesagt, teilt mich auch natürlich gerne. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn noch mehr aus der aller Welt von mir zu Gesicht bekommt. Und ja, mein Instagram-Namen lasse ich euch auch hier natürlich da, damit ihr wisst, wie ich dort heiße. Dort könnt ihr mir auch immer gerne folgen. Ich würde mich sehr, sehr freuen.
Und ja, ansonsten würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!